Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Heute mit Ostriff. Wir gründen unser eigenes kleines Dorf und versuchen unsere Dorfbewohner durch den Winter und die sonstigen Widrigkeiten, die so ein Landleben bietet, zu bringen. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Durchgang, weil ich dem Spiel seit mittlerweile mehreren Wochen komplett verfallen bin. Wir haben das sehr ausführlich auch schon im Livestream gespielt und ich dachte mir, hey, wir könnten mal auf YouTube auf einer neuen Karte einen neuen Durchgang starten. Für alle, die das Spiel noch nicht kennen, die sind hier vielleicht auch ganz richtig, weil ich ein bisschen was erklären werde, gerade zu Anfang, was denn alles so wie funktioniert. Ich bin allerdings selbst kein Profi. Ich versuche nur ein bisschen mir das selbst zu erarbeiten und ich kann bisher auch immer noch ganz gut nachvollziehen, wie man sich fühlt, wenn man das Spiel zum ersten Mal startet, weil alles sehr, sehr überwältigend erstmal wirkt. Ostriff ist kein einfaches Spiel, es hat sehr ausgeklügelte Mechaniken. Man muss sich um die Dorfbewohner kümmern, damit die nicht später irgendwann mal ausziehen, weil nichts mehr zu essen da ist und dann das Dorf verlassen. Und ansonsten ist es aber auch ein sehr behäbiges Spiel. Das heißt, wenn ihr das Let's Play jetzt hier guckt, dann holt euch am besten eine Tasse eures Lieblingsgetränks, kuschelt euch schön in die Decke ein und genießt die 20 bis 30 Minuten pro Folge, weil wir hier schon sehr, sehr ausführlich sehen werden, wie zum Beispiel Gebäude gebaut werden. Hier wird immer noch Balken für Balken simuliert und das ist auch das Besondere an Ostriff. Wir spielen aktuell in der Alpha 5, die erst vor kurzem erschienen ist, Patch 2. Das heißt, es kamen nochmal zwei Patches dazu. Und nicht wundern, wenn ihr jetzt unten einen entsprechenden Balken seht. Das liegt daran, dass dort meine Taskleiste eigentlich ist. Das Spiel ruckelt bei mir seltsamerweise ein bisschen, wenn ich im Vollbildmodus spiele. Wenn ich jetzt hier die Taskleiste eingeblendet lasse, dann ruckelt es nicht mehr ganz so stark an bestimmten Orten. Und das ist quasi jetzt hier ein bisschen so der Kompromiss, den ich hier eingehen muss bei dieser Version. Das Spiel wurde von oder wird von einem einzigen Entwickler derzeit programmiert, der Jevjen aus der Ukraine, der auch trotz der widrigen Umstände, mit dem das Land derzeit zu kämpfen hat, auch immer noch Updates und Verbesserungen raushaut. Und veröffentlicht wurde es im Jahr 2020, im März. Ihr könnt das quasi auch schon selbst spielen, wenn ihr denn Interesse daran habt. Und ich würde jetzt sagen, wir starten jetzt einfach mal in das Spiel und alles, was ich jetzt hier so dann mache, werde ich mal ein bisschen erklären. Wir werden am Anfang ein bisschen genauer hinschauen. Wir werden uns auch anschauen, wie die Gebäude gebaut werden, weil das immer ganz besonders schön ist. Und ich denke mal, in den späteren Folgen werden wir dann auch die Geschwindigkeit mal um ein, zwei Stufen erhöhen, damit da auch ein bisschen mehr passiert. Ansonsten aber, wie gesagt, wird das ein sehr entspanntes Spiel. Wir werden auch nicht jetzt irgendwie versuchen, das Spiel durchzuspielen. Das ist ja auch gar nicht möglich. Es ist ein Aufbauspiel ohne Ziel. Es ist quasi eine Sandbox. Aber es soll für mich so neben den bisherigen Livestreams und Let's Plays ein gemütliches, entspanntes Aufbausimulationsspiel werden. Und ich hoffe, ihr seht das dann genauso. Und vielleicht kann ich ja den ein oder anderen für Ostriff begeistern, der dann entsprechend auch dem Spiel verfallen wird, so wie ich es bisher jetzt auch schon mittlerweile bin. Gut, dann legen wir mal los. Wir starten ein neues Spiel. Das Spiel ist leider nur in englischer und ukrainischer Sprache verfügbar. Die deutsche Sprache soll kommen, sobald dann mal die 1.0er-Version erscheint. Das wird aber noch dauern. Nichtsdestotrotz, lasst euch nicht abschrecken. Auch wer jetzt nur rudimentär der englischen Sprache mächtig ist, kommt mit dem Spiel wunderbar zurecht. Dann müsst ihr halt den einen oder anderen Begriff googeln und dann passt das aber auch. Ansonsten ist alles relativ selbsterklärend. Gut, wir gehen mal rein in ein neues Spiel. Es gibt mittlerweile auch die Auswahl zwischen unterschiedlichen Karten und die Karten haben neben dem unterschiedlichen Aufbau entsprechend auch unterschiedliche Ressourcen. Wir haben jetzt im Livestream mit der ersten Karte gespielt. Dort gibt es unbegrenzt Kalkstein, unbegrenzte Steine. Ich würde heute gerne mal auf der zweiten Karte spielen. Dort gibt es unbegrenzt Eisen, aber dafür begrenzt Stein und Kalkstein. Im Grunde ist es egal,
auf welcher Karte man spielt und welche Ressourcen begrenzt und unbegrenzt sind, weil man ja auch den Handel entsprechend nutzen kann und dort dann immer die Ressourcen, die einem fehlen, in unserem Fall dann Steine und Kalkstein, entsprechend einkaufen kann. Gut, dann können wir hier unten noch festlegen, welche Art von Bäume angezeigt werden soll oder genutzt werden soll. Wir nehmen mal die Spruzes und werden jetzt in ein neues Spiel starten. So, und damit sind wir auch schon hier auf der Karte. Alles natürlich noch sehr leer. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ich versuche zumindest am Anfang, wenn ich daran denke, schnelle Kameraschwenks zu vermeiden, weil man sieht dann immer ein bisschen so Sprünge. Aber ansonsten sollte das schon flüssig laufen. Genau. Wir schauen uns mal ein bisschen die UI an, die es jetzt hier gibt. Wir haben jetzt hier oben ein kleines Tutorial, das uns jetzt für die erste, wahrscheinlich so halbe Stunde begleiten wird und uns sagt, was wir machen sollen, damit wir überhaupt den ersten Winter überleben. Wenn man sich nicht daran hält, wird es echt schwierig. Dann ziehen die entsprechenden Siedler auch gleich wieder aus den Zelten aus und das Spiel ist erledigt oder der Durchgang ist erledigt. Deswegen werden wir uns auch daran erstmal orientieren. Hier oben dann die Menüleiste für die Geschwindigkeit. Es gibt hier die Jahreszahl und den Monat. Wir haben aktuell hier unsere Bevölkerung, die noch null ist. Wir haben hier ein Goldschatz von 2000. Ich nenne das jetzt einfach mal Gold, weil ich nicht weiß, welche Währung hier genutzt wird. Und wir haben hier dann noch unsere Nachrichten, die wir nachschauen können. Hier unten gibt es dann noch die komplette Karte, inklusive Optionen, was dann auf der Karte wie angezeigt werden soll. Zum Beispiel haben wir hier den Handelsbereich, den wir aber noch nicht nutzen können. Wir können bestimmte Overlays anzeigen lassen für unser Dorf. Wir können hier zu unserem Rathaus zurückgehen und wir können uns noch Hilfe anzeigen lassen. Und hier unten erscheinen dann demnächst die Bauoptionen. Momentan haben wir noch keine Bauoption, weil wir als erstes, wie es auch hier oben schon steht, unser Gründungscamp, unser kleines Lager festlegen müssen, wo das denn hinkommt. Werden wir gleich machen. Wir gucken uns erstmal die Karte noch ein bisschen an. Wir haben hier eine Karte, die sehr viel Unebenheiten haben. Das heißt, es wird nicht ganz so einfach, da es ja kein Terraforming gibt im Spiel. Es wird nicht ganz einfach, schöne strukturelle Gassen und Häuser aufzubauen, weil man immer schauen muss, ob man denn überhaupt an einem Platz ein Haus oder eine Fabrik oder was auch immer platzieren kann. Das kriegen wir aber hin. Das fördert ein bisschen den Anspruch. Das passt dann schon. Und sollte jetzt aber nicht auch allzu schlimm sein. Hier vorne gibt es ganz viel Eisen. Das heißt, hier vorne wird dann unsere Eisenproduktion irgendwann dann mal kommen. Hier ist ein schöner Berg. Ich habe in anderen Let's Plays gesehen, viele fangen hier oben an. Wir werden wahrscheinlich auch unser erstes Lager hier oben aufschlagen. Aber ich habe vor, dass ich unser kleines Dorf hier unten ansiedle, weil ich diese geschwungenen Linien so schön finde. Das heißt, wir werden hier einen schönen Hafen hier unten dann haben, hier oben dann die Wohnhäuser und vielleicht irgendwo hier dann, wenn dann die ganzen Bäume mal abgeholzt sind, hier oben dann unsere ganzen Industrie und Fabriken und so weiter. Ne? Genau, dann müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo Platz haben für unsere Farm, vielleicht dann hier drüben, aber das werden wir dann festlegen, sobald es soweit ist. Gut, habe ich noch etwas vergessen? Man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt ja Händler, die kommen können. Einmal Händler, die mit dem Wagen kommen und einmal Händler, die mit dem Schiff kommen. Wenn wir uns mal hier dieses Camp Location auswählen, dann sieht man jetzt hier, wo wir unser Camp als erstes hinsetzen wollen. Und das heißt, dort werden unsere Siedler erstmal ansässig werden und werden die ersten Monate im Spiel verbringen. Das ist also ein wichtiger Punkt. Aber man kann jetzt hier auch gucken, wo zum Beispiel der Eingang ist für den entsprechenden Händler. Hier oben dieses grüne Quadrat hier zeigt uns an, dass von hier die Händler kommen. Das heißt, die werden hier rüberlaufen und sind dann relativ flott auch bei uns in der Stadt und können dann entsprechend hier die Waren tauschen und handeln. Das gleiche gilt hier drüben für den Schiffsverkehr. Der kommt hier rein und das ist wichtig, weil es später ein Gebäude gibt, die Schmelzerei, die den Verkehr blockiert. Das heißt, würden wir dann später die Schmelzerei zum Beispiel hier vorne bauen, würde die den Schiffsverkehr hier blockieren und der Händler würde hier nicht mehr durchkommen. Wir können aber zum Beispiel hier dann den
die Schmelze bauen und können dann entsprechend hier den Zugang blockieren, weil ja die Händler von der anderen Seite kommen. Das muss man immer ein bisschen im Auge behalten am Anfang, wenn man einen neuen Durchgang startet. Gut, dann würde ich sagen, wir platzieren jetzt einfach mal unser kleines Lager und schauen uns dann mal das Lager an. Wir machen mal kurz Pause, was denn jetzt hier so alles dann gelagert wird. Wir packen das mal hier oben hin. Wie gesagt, das wird über kurz oder lang dann auch mal wegfallen. Aber das erste Lager kommt hier rein. Und wenn man sich das mal anschaut, dann denkt man sich, ja okay, ist jetzt hier so ein Lager-Item, so ein Lagerbau. Aber wenn man mal genauer hinguckt, ist alles einzeln simuliert. Und das ist das Tolle am Spiel, weil es wirklich sehr, sehr detailverliebt ist. Die ganzen Zelte sind jetzt quasi mit Bewohnern ausgestattet. Überall unterschiedliche Bewohner, die auch schon Grundausstattung an Nahrungsmitteln mitbringen. Das ist halt dem Spielprinzip geschuldet, damit du nicht mit leeren Händen startest. Die haben alle so Grundnahrungsmittel mit dabei, die sie jetzt erstmal über den Winter bringen. Vorausgesetzt, sie wohnen dann in einem Haus. Würde jetzt der Winter dann kommen und sie würden immer noch im Zelt leben, dann würden die ausziehen und man würde Arbeitskräfte verlieren. Außerdem gibt es hier noch so Sachen wie zum Beispiel den Brunnen, der unsere Leute natürlich mit Wasser und später dann die Produktion auch oder die Industrie dann mit Wasser versorgt. Sogar die einzelnen Sitzgelegenheiten werden hier entsprechend simuliert, inklusive dem Lagerfeuer. Dort können dann unsere Leute gemütlich zusammensitzen und die Freizeit verbringen. Wir haben hier vorne unser Camp Center, also quasi unser Verwaltungsgebäude für dieses Lager. Wir haben hier vorne unser Lagergebäude. Wir haben hier ein Camp Card Parking. Also hier kann man sich quasi diese Zugwagen schnappen und kann damit dann die entsprechenden Ressourcen von A nach B schneller transportieren. Und es gibt dann hier oben zum Beispiel noch unseren Bretterhaufen, mit dem wir dann am Anfang die ersten Gebäude bauen. Gut. So, ich habe jetzt extra bewusst auch die Pause-Taste gedrückt, weil wirklich eigentlich jede Sekunde zählt und wir jetzt hier schnellstmöglich erstmal unsere Holzproduktion aufbauen müssen und anschließend dann die ersten Häuser bauen müssen. Das heißt, wenn das dann erledigt ist, dann haben wir schon mal einen guten Schritt getan, aber bis dahin muss jetzt erstmal alles sitzen. So, hier unten sieht man jetzt auch nach der Camp-Gründung, was es alles hier für Optionen gibt. Das sind die Grundkategorien. Wir haben hier zum Beispiel die Hauskategorie mit den unterschiedlichen Hausarten. Kommen wir gleich dann noch dazu, weil wir die Häuser dann auch gleich noch bauen müssen. Hier gibt es dann die Wasserverarbeitung. Hier gibt es dann die Produktion, die sehr umfangreich ist. Sieht man jetzt hier schon an den Gebäuden. Es gibt nicht nur diese Art von vollen Gebäuden. Nein, man kann auch noch eine Seite weiterschalten. Es gibt ganz schön viele Gebäude und entsprechende Industrie. Aber das ist auch das Schöne. Es gibt hier dann noch die Handels- und Lagergebäude. Es gibt hier noch die Verwaltung für das Dorf. Hier gibt es noch schöne Dekorationen, die man einsetzen kann. Es gibt noch die Bildung, die dann aber erst später wirklich wichtig wird. Und genauso dann der Barber, also der sich quasi um den Haarschnitt, aber auch um die Gesundheit unserer Bürger kümmert. Der wird auch erst ab einer bestimmten Anzahl an Einwohnern wichtig. Und dann zum Schluss noch das Gebäude für die Religion, da gibt es eine kleine Kapelle oder eine große Kirche plus dann auch noch die entsprechenden Gräber. Wenn unsere Leute sterben, müssen wir die natürlich entsprechend auch begraben. Man sieht jetzt hier oben 28 Leute, die wir derzeit haben. Wir können darauf klicken und kommen dann in den Statistikbildschirm, wo uns nochmal detailliert aufgezeigt wird, wie viele Tiere wir haben, wie viele Gefährte wir haben, wie viele Arbeiter da sind, wie viele Leute auf Jobsuche sind, wie viele Leute arbeiten, wie viele Kinder und so weiter und so fort. Man kann sich hier quasi alles schön anschauen. Gleiches gilt dann für unsere Ressourcen, was wir aktuell hier mit dabei haben. Wir haben Trinkwasser mit dabei, wir haben Eisen mit dabei, wir haben Nägel mit dabei, wir haben Thatch mit dabei, das ist quasi das Stroh für die Dächer und wir haben Holz mit dabei. Und dann gibt es noch die Verwaltung unserer Finanzen. Hier sehen wir dann die Einnahmen und Ausgaben in unserem Dorf. Der größte Teil wird wahrscheinlich über den Handel reinkommen. Aber wir haben auch so Sachen zum Beispiel, dass wir natürlich für unsere Gebäude, die wir jetzt hier im Dorf setzen,
zum Beispiel auch Grundsteuer verlangen können oder auch die Reichensteuer oder eine Tavernensteuer oder zum Beispiel am Markt können wir entsprechende Waren teuer verkaufen oder wir kaufen die Waren dann billig ein, damit wir ein bisschen Gewinn machen. Das ist alles noch relativ rudimentär. Ich habe noch nicht gesehen, dass die Leute relativ unzufrieden wären, wenn jetzt irgendwie die Steuer sehr hoch wäre. Man hat nur ab und zu das Problem, wenn man die Steuer zu hoch ansetzt, dass die Leute dann einfach kein Geld mehr haben, um sich Nahrungsmittel zu kaufen. Das muss man also schön ausbalancieren und dann klappt das auch mit den Einnahmen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir erstmal soweit und wenn wir jetzt hier die ersten Gebäude bauen, dann werden wir uns auch die anderen Sachen, die jetzt noch nicht erwähnt wurden, entsprechend anschauen. Gut, also das Spiel will, dass wir eine Försterei bauen, die dafür sorgt, dass die Bäume gefällt werden und Bretter und sonstige Dinge produziert werden. Das ist das Gebäude hier oben. Man sieht auch, was wir dafür brauchen. 7400 Bretter und 148 Nägel. Wir haben ja gerade gesehen, dass wir aktuell hier 11.000 Bretter und 1.600 Nägel haben. Also von daher reicht das jetzt erstmal. Die Nagelproduktion, das wird so das erste sein, was wir dann auch später noch angehen werden, weil irgendwann die Nägel dann zur Neige gehen und du brauchst die eigentlich für fast jedes Gebäude, das man bauen will. Gut, ich würde jetzt die Förster hier rübersetzen. Na, wir werden jetzt hier nicht anfangen, hier vorne anzubauen, obwohl es eigentlich relativ sinnvoll wäre, auch hier das gleich zu machen. Ja, wir könnten es eigentlich auch hier machen, aber ich würde das gleich hier machen, damit wir hier nicht später nochmal unsere Häuser wieder umbauen müssen. Man sieht die entsprechenden Eigenschaften eines Gebäudes, wo man es platzieren kann, nur, das ist ein bisschen blöd gemacht, nur wenn man quasi schon einen anderen Bereich überschreitet. Ich würde mir wünschen, dass jetzt diese gelben Bereiche auch angezeigt werden, damit man das ein bisschen besser abstimmen kann. Das ist leider noch nicht drin, aber man gewöhnt sich daran. Man sieht jetzt hier den grünen Bereich. Das ist der Ein- und Ausgang für das Gebäude. Und der gelbe Bereich ist einfach der Bereich, den das Gebäude blockiert. So, das heißt, wir werden jetzt mal hier oben unsere Försterei hier reinsetzen. Und wie Sie sehen, sehen Sie aktuell jetzt gar nichts. Hier oben ist ein entsprechendes Symbol erschienen. Das wird unsere Baureihenfolge werden. Das heißt, hier oben erscheinen die ganzen Aufträge, die wir vergeben, wenn wir neue Gebäude bauen oder auch Gebäude abreißen. Und die können wir dann auch noch verschieben, je nachdem, wie wir die Prioritäten dann setzen wollen. So, und jetzt steht hier oben Looking for Builders. Wir gucken mal hier rein. Aktuell, da ich die Pause gedrückt habe, ist noch gar nichts passiert, aber in unserem Camp Center wird jetzt aktiv nach Baumeister gesucht, wie man hier sehen kann. Da können wir einfach mal alle, die fähig sind, zum Baumeister ausrufen. Die werden automatisch befüllt. Das heißt, wir kümmern uns jetzt nicht explizit darum, dass jetzt jemand besonders hier zum Baumeister wird. Und jetzt geht es quasi los. Jetzt sieht man, wie die Leute zu den Zugwagen gehen und die ersten Bretter aufladen oder auch andere Ressourcen aufladen. Und das ist so schön gemacht, dass man hier auch mal ein bisschen zugucken darf und das Ganze genießen darf. Wir werden das später nicht mehr so ausführlich machen, aber über kurz oder lang hast du dann quasi das gesehen. Aber es ist immer wieder schön, das Ganze hier im Detail sich anzuschauen. Die tragen quasi die Bretter komplett rüber. Er fährt jetzt hier seine Bretter schon rüber. 1000 Bretter hat er hier drin. Hier vorne, er trägt jetzt hier 148 Nägel rein und bringt die jetzt quasi hier zu der entsprechenden Baustelle rüber. Die Baustelle ist auch besonders aufgebaut. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, was man alles noch braucht. Momentan wird hier das Holz geliefert, 2000 und die Nägel 148. Und sobald das dann geliefert wird, fangen die Bauarbeiter an, hier die Försterei aufzubauen. Und man sieht jetzt hier auch, ist in entsprechende Unterabschnitte gegliedert, der ganze Aufbau. Und wenn die dann anfangen mit dem Aufbau, schauen wir uns das natürlich dann auch mal an. Gut, jeder Charakter hier hat hier entsprechende Klamotten, die er trägt. Er hat eine entsprechende Bildung, natürlich ein entsprechendes Alter, wo er arbeitet. Man kann sich auch anzeigen lassen, was er aktuell macht, also welche Arbeit er nachgeht. Er hat eine Gesundheit, die aber jetzt nicht so wichtig ist, weil ich bisher noch nicht festgestellt habe, dass die relativ
schnell nach unten geht oder so, auch wenn mal kein Essen da ist, das geht relativ schnell. Man sieht auch mit dem grünen Stich hier, wo die jeweilige Person lebt derzeit. Und es gibt auch noch ein persönliches Log, wo man dann sieht, was diese Person in ihrem Leben entsprechend geleistet hat. Also hier der Zacker, der ist angekommen, 1721 im März und hat dann als Bauleiter oder Baumeister angefangen zu arbeiten. Genau. Und hier unten gibt es dann ab und zu noch so Sätze, so Gedanken, die die entsprechenden Charaktere haben. Aber das ist auch noch sehr rudimentär, hat jetzt nichts damit zu tun, wie die Leute sich jetzt wirklich so fühlen oder so. Genau, und jetzt sieht man hier, jetzt werden die ganzen Sachen ausgeladen. Also wirklich Brett für Brett, Nagelkiste für Nagelkiste wird hier ausgeladen. Und wenn wir mal hier reingucken, dann sieht man auch hier entsprechend, wie sich die entsprechenden Ressourcen ändern. Und dann warten wir mal ab, wenn das dann voll ist, wie sich hier dann die Balken füllen. Mal gucken, ob die jetzt noch Ressourcen holen. Jawohl, da kommen jetzt schon die Bauarbeiter. Ja, also das sind jetzt die, die jetzt keine Ressourcen herbringen, sondern die jetzt anfangen zu arbeiten, weil wir so viele Bauarbeiter auch haben. Und ja, dann werden wir mal zugucken, wie die hier arbeiten werden. In der Zwischenzeit könnten wir vielleicht sogar mal prüfen, wohin wir dann die ersten Gebäude setzen. Das kommt nämlich als nächstes, sobald dann hier dieses Gebäude gebaut wurde. Oder wir gucken erstmal zu, wie die jetzt hier anfangen zu arbeiten. Wie gesagt, ich will es am Anfang ein bisschen zelebrieren, weil es einfach so schön ist zum Zugucken. Und der Entwickler sich so viel Mühe gegeben hat, wirklich für jedes Gebäude, man sieht das hier, die einzelnen Schritte auch zu programmieren. Und man sieht jetzt wird hier erstmal das Fundament aufgebaut und erstmal die entsprechenden Fundamentstämme hier in den Boden geschlagen. Und dann kann man hier ein bisschen zugucken, wie das Haus gebaut wird. Und dann so Sachen wie zum Beispiel Kamin oder so, dass du dann letztendlich eigentlich nicht mehr siehst, weil ja außenrum die Wand ist und das Dach da ist. Selbst das wird während des Aufbaus auch noch simuliert, sodass du hier auch ein bisschen ins Innere des Gebäudes reingucken kannst. Also ich bin komplett hin und weg, weil hier so eine Detailverliebtheit an den Tag gelegt wurde. Und das von einem Ein-Mann-Team auch noch. Weil er hätte sich natürlich auch die Arbeit leicht machen können und hätte jetzt einfach hier so, wie man es gewöhnt ist von anderen Aufbauspielen, so vielleicht ein, zwei oder drei Aufbauphasen darstellen sollen. Aber nein, er hat sich dafür entschieden, jetzt wirklich hier alles so zu programmieren, dass das auch einzeln gebaut wird. Man sieht jetzt hier aktuell der Fortschritt. Hier oben bei Holz und bei Nägel sind wir hier im ersten Bauabschnitt schon zur Hälfte durch. Jetzt gehen die Leute anscheinend nach Hause. Genau, taking rest. Also jetzt wird hier ein bisschen Pause gemacht. Und wenn sie dann fertig sind, dann kommen die Nächsten und arbeiten hier weiter. Wir lassen das mal ein bisschen laufen und werden uns jetzt mal entscheiden, wo wir die ersten Gebäude reinsetzen. Wir brauchen, wie man hier sieht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Häuser, damit uns bis zum Winter die Leute nicht abhanden kommen. Und es gibt aktuell mehrere Arten von Häusern. Wir werden erstmal entweder hier dieses Village House oder das Midgarten oder das normale Village House verwenden. Die Row Houses hier, die kommen dann erst später zum Tragen, wenn wir dann Ziegelsteine haben, Sand haben und so weiter. Das ist quasi die fortgeschrittene Version. Und was ist jetzt der Unterschied, wenn wir ein Village House mit Garten wählen? Dann werden die Bewohner darin sich teilweise selbst versorgen. Das heißt, die werden dort zufällige Gemüsearten anbauen, zum Beispiel aber auch Honig, rote Beete, Karotten und so weiter und so fort, je nachdem wie groß der Garten ist. Und diese Sachen werden sie natürlich selber essen, aber später dann auch auf dem Markt verkaufen. Und dadurch bekommen dann auch andere Leute, die in unserem Dorf wohnen, Zugang zu diesen Ressourcen. Und das heißt, jemand, der vielleicht Honig und Bienen quasi im eigenen Garten hat, der kann sich auf dem Markt dann die Karotten vom Nachbarn kaufen. Und wir sorgen quasi damit dann dafür, dass die Leute auch versorgt werden. Das ist natürlich nicht die einzige Essensquelle. Später kommen dann noch die Bauern dazu. Aber so fürs Erste würde ich schon raten, wenigstens die ersten Gebäude mit Garten zu bauen, weil man dadurch ein etwas entspannteres Leben hat,
wenn die Leute sich ursprünglich auch mal selbst versorgen. So, und der Bau eines Häuschens ist auch so fantastisch schön gemacht. Ich weiß, wir sind schon etwas über die Zeit, aber das wird, die erste Folge wird ein bisschen länger, wie die üblichen 20 bis 25 Minuten. Der Hausbau ist so toll gemacht auch. Man hat jetzt hier die Möglichkeit, so ein Standardhäuschen zu bauen, dass man hier irgendwo reinsetzt. Wir werden mal gucken. Ich habe ja vor, dass wir das hier ein bisschen so, ja, dem Fluss entsprechend entlang auch bauen. Hier unten soll dann vielleicht der Markt reinkommen und hier oben dann die entsprechenden Häuser und Gassen. Das heißt, zum Beispiel unser erstes Haus würde ich jetzt einfach mal so platzieren hier rein. Und wir können jetzt dieses Standardhaus so platzieren, wie wir wollen. Wir können natürlich auch rotieren, aber wir können es auch noch ein bisschen präziser selbst aufbauen. Dafür drücken wir jetzt einfach nur die F1-Taste. Und wir können jetzt quasi das Haus in der Mitte nehmen und können es irgendwo anders hinschieben. Wir können es auch rotieren zum Beispiel und können festlegen, wie das dann aussieht. Je nachdem, wie viel Platz hier im Garten ist, kann natürlich auch mehr angebaut werden. Aber man muss auch bedenken, dass die Bewohner entsprechend Zeit brauchen, um das Ganze zu bearbeiten. Na, wenn du selbst im Garten hier arbeiten musst, dann hast du halt weniger Zeit, zum Beispiel irgendwo anders zu arbeiten. Und das muss man immer etwas berücksichtigen. Das heißt, wir werden jetzt das mal hier so reinsetzen. Ich würde das Ganze ein bisschen größer machen, ehrlicherweise. Wir können das vielleicht mal so machen, weil wir hier so ein bisschen in einem Halbkreis unsere Häuser bauen werden. Und dann ist auch noch mal ein bisschen mehr Platz für die entsprechenden Ressourcen, die hier angebaut werden können. Und wenn wir zufrieden sind, dann gehen wir den Auftrag durch. Man sieht wieder mal nichts. Es sind so Fähnchen zu sehen. Die sind aber nur zu sehen, wenn man im entsprechenden Winkel hier reinguckt. Von der anderen Seite sind die kaum zu sehen, weil das Licht hier nicht so reinfällt. Aber das ist quasi jetzt hier der neue Bauabschnitt, der auch hier oben erschienen ist. Und wie auch schon oben in der Försterei gibt es hier entsprechende unterschiedliche Abschnitte. Und wir sehen jetzt hier, was wir hier brauchen. Wir brauchen jetzt hier Holz wieder. Wir brauchen wieder Nägel. Wir brauchen aber auch Lehm und wir brauchen Thatch. Wir haben aktuell bei uns in den Ressourcen Thatch schon mit dabei, also dieses Stroh für das Dach. Was wir noch nicht haben, ist Lehm. Das heißt, bevor jetzt diese Häuser gebaut werden können, bräuchte man eigentlich eine Lehmgrube. Und das heißt, wir gehen jetzt hier rein in die Produktion, schauen mal, wo die Lehmgrube ist, die ist hier unten, und können die jetzt überall dort bauen, wo grüne Punkte zu sehen sind. Würde natürlich Sinn machen, dass wir die vielleicht irgendwo, ja, die könnte man irgendwo, ist, bei der Lehmgrube ist es nicht so dramatisch, die kann man relativ schnell auch wieder versetzen. Die ist auch unbegrenzt, aber die packen wir jetzt einfach mal hier oben hin und dann ist sie außerhalb des Dorfes und ist aber trotzdem noch relativ gut in Reichweite. So, und jetzt ist es so, jetzt habe ich hier oben mein Gebäude gebaut und die Lehmgrube kommt aber erst hinterher. Falsche Reihenfolge, das heißt, wir packen das einfach und ziehen das rüber. Jetzt wird quasi die Försterei gebaut, dann kommt die Lehmgrube und dann unser erstes Haus. So, hier sieht man schon, die einzelnen Balken werden jetzt hier gebaut. Ich finde das so toll. Keine Ahnung, ob ihr die Begeisterung dafür teilen könnt, aber ich finde das so toll zum Zugucken. Und auch wenn man hinterher auf höherer Geschwindigkeit spielt, ich erwische mich zumindest immer mal wieder, dass ich jetzt hier quasi ein Gebäude baue und dann irgendwann mal wieder langsam mache und zugucke, wie dieses Gebäude dann gebaut wird. So, jetzt kommt hier schön das Fundament. Gut, er klippt natürlich jetzt durch, aber hey, man kann nur so viel Realismus erwarten von einem Spiel. Ich finde es immer noch toll, dass das überhaupt so jetzt gemacht wurde. So, jetzt hat er sich hier hochbegeben und ja, wir sind jetzt mit dem ersten Bauabschnitt offenbar auch schon fertig, mit dem zweiten auch schon hier. Und jetzt geht es an den dritten Bauabschnitt hier drüben. Und so geht das weiter. Ich würde mal sagen, wir machen mal hier einen Cut der ersten Folge. Ich hoffe, euch gefällt dieses Let's Play. Ich hoffe auch vielleicht, dass ich dem einen oder anderen noch was zeigen kann, das er noch nicht weiß. Vielleicht habt ihr ja schon mal geliebäugelt, mit Ostriff zu beginnen. Und vielleicht bringt euch das Let's Play dazu, euch das Spiel auch mal ein bisschen näher anzuschauen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche sie zu beantworten. Wie gesagt, ich bin kein Ostriff-Profi. Ich habe jetzt einige Stunden auf dem Konto, aber ich weiß bei weitem noch nicht alles. Aber gerade so in der Anfangsphase, wo man noch nicht, gerade als Anfänger auch nicht weiß, wie man jetzt vorgehen soll,
Da kann das alles schon mal sehr, sehr überwältigend sein und vielleicht kann ich euch dabei dann helfen, hier die ersten Schritte für euer neues Dorf auch zu gehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zugucken. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Kanalabo und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit unserer kleinen Dorfgemeinschaft.